Liebe Zuschauer, ich befinde mich jetzt hier vor dem Hauptfriedhof in Koblenz. Was genau ich hier mache? Es wurde mir zu Ohren getragen, dass immer wieder vermehrt Äste rumliegen, die Barrierefreiheit eingegrenzt ist, insbesondere für ältere Leute, die vielleicht mit einer Gehhilfe unterwegs sind oder die Wege glatt sind. Zu diesem Thema werde ich den Leiter noch einmal interviewen und wir machen uns selbst mal ein Bild hier auf dem Friedhof. So, liebe Zuschauer, jetzt stehe ich hier mit Herrn Drexler. Was können Sie denn zu dieser, sag mal, angesprochenen Problematik mit dem Geäst und, ja, ich sag jetzt mal ganz umgangssprachlich mit der Unordnung, die es ja da vielleicht stellenweise gibt. Was können Sie dazu für eine Aussage treffen? Also erstmal muss man wissen, dass wir hier eine Gärtnerkolonne jeden Tag auf dem Friedhof haben. Die sind unterwegs in unterschiedlichsten Arealen. Dort, wo halt die meiste Arbeit ist, müssen sie halt hinschauen. Und wir haben halt die Situation, da wir einen dichten Baumbestand haben, dass wir auch täglich, wenn wir Wind haben, über Nacht oder auch tagsüber, auch Äste auf den Wegen haben. Und dann kommt auch Laub hinzu, was wir noch haben, was auch ein bisschen rutschig hier und da mal ist. Also wir haben viele Aufgaben, die wir halt in den Griff bekommen müssen. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich gestört fühlt, wenn in seinem Grabfeld, was er besuchen möchte, eben noch Äste liegen und mit dem Rollator beispielsweise nicht gut dahin kommt. Aber wir können eben nicht alles jeden Tag abstellen. Wir können halt nur begrenzt arbeiten. Wir haben begrenztes Personal zur Verfügung und die sind sehr fleißig und versuchen schon, den Bürgern was zu bieten bei uns hier. Ja. Gibt es denn etwas, was Sie den Bürgern, den Besuchern des Friedhofs beraten können, wenn dann irgendwie so der Fall sein sollte? Gibt es da irgendwie, können die sich an Sie wenden oder sagen, hey, da ist mir das aufgefallen? Also wir sind natürlich immer dankbar über diese Hinweise, wo wir mehr als nur das, was hier zu sehen ist, liegen haben, sage ich mal, also wo größere Äste runtergefallen sind, weil wir da nochmal in die Baumpflege gehen müssen und vielleicht nochmal eine Kontrolle nachziehen müssen. Aber ansonsten denke ich mal, man sollte halt den Friedhof oder die Friedhöfe allgemein nach solchen Wetterlagen wie Sturm oder so nicht unmittelbar besuchen, weil immer da noch was passieren kann. Wir haben ja auch die Situation, dass im Winter bei Klette uns Leute auf dem Friedhof besuchen und dann sagen, ja, da ist ja nicht geräumt. Das ist gar nicht möglich. Also das sind alles diese Dinge, auch im Herbst, wenn Laub fällt, muss man wissen, wenn es feucht wird, kann es auch mal rutschig sein und das Laub fällt permanent. Also von daher gesehen, Sie sollen den Friedhof ganz normal besuchen, wie Sie es immer tun. Wenn es außergewöhnliche Dinge gibt, sollen Sie uns das mitteilen. Es können ja auch Schadstellen mal in einem Weg entstehen. Da sind wir sehr dankbar, wenn wir die Informationen bekommen, weil wir nicht jeden Tag überall sein können. Aber ansonsten denke ich, ist das ein normaler Zustand und da kann man sich ein bisschen drauf einstellen auch. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank schon mal für die Aussage Ihrerseits und wir machen uns noch ein bisschen im Bild. Ja, gerne. Danke. Danke auch. Ich habe jetzt meine Runde auf dem Friedhof gedreht und auch im Gespräch mit Herrn Drexler wurde mir dann einiges klar. Es sind genügend Mitarbeiter da, dennoch kann nicht immer überall alles perfekt gegärtnert sein. Es ist ein großes Gebiet, was abgedeckt wird von diesen Mitarbeitern und die Hauptwege sind zumindest meines Erachtens nach frei. Und falls Sie Beschwerden oder Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei den Herrschaften direkt hier vor Ort melden. Vielen Dank.